er. Wir haben ihn. Nee, haben wir nicht. Doch nicht. Ja, ohne Messer. Junge. Hier. Am Tag deiner Geburt machte ich zwei Messer. Aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst. Und wenn du soweit wärst, eins für dich. Heute ist dieser Tag. Bin ich jetzt ein Mann? Wie du? Nein. Wir sind keine Männer. Wir sind mehr als das. Die Verantwortung ist viel größer. Und du musst besser sein als ich. Verstehst du? Sag es. Ich bin besser. Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch Disziplin, die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Vergiss das niemals. Also gut. Komm. Okay. Die Rune, hast du sie gesehen? Ja. Bist du sicher? Bin ich. Glaub mir. Na gut. Ziel aufs Gesicht. Was ist mit dir? Vorsicht! Zwillinge! Bottet einfach mal durch mich durch. Legen wir sich wieder auf. Yeah.
Sam. Schwerer Runenangriff, ein verheerender Schlag. Der Gegner mit zwei Klingenhieben trifft. Ah, den haben wir die ganze Zeit gesucht. Teilweise jedenfalls. Betäubung, Schaden, okay. Gut, wir haben da noch keinen, also nehmen wir ihn mit, oder? Immer komplett ausgestattet, die Geschichte. Vielleicht sollte ich die Tasten nur mal drücken, wenn ich sie nehme, oder? Kleine Flamme ohne Ursprung, die aber in alle Richtungen brennt. Sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit können die Chaosklingen verbessert werden. Ha? Die können verbessert werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Zwerg komme, können die Chaos der Verwüstung Chaosklingen Verbesserung. Eine von vier Chaosflammen gesammelt. Zwei von vier. Okay. So, was war jetzt? Bis nach Mexiko eintreten können, aber so ein paar Ranken. Ja, die Ranken, die haben ja noch extra Power, ja. Mensch. Ist ja nicht mal so einfach. Daran ging es. Krasser Kampf. Schöner Kampf. Wir sind fast am Ende. Setz dich. Limniovan, von der Insel Limnos, nahe meinem Geburtsort. Limnos. Aufs Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Der Beste. Prost. Jetzt hat er ihm erstmal gezeigt, wie man säuft, ja? Also.
Entschuldigung. Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Ja. Na, aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bester Lehrer. Bereit? Bereit. Komm. Gott zu sein, wird mir gefallen. Okay. Abgeschlossen. Wir gehen, wohin wir wollen. Durch den Turm zum Gipfel zurückkehren. Und jetzt besuchen wir die Riesen. Ja, nachdem wir die Weltenrune nach Jötunheim gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Diesmal stellt sich uns niemand in den Weg. Los! Ha! Wer weiß, von was du träumst, Junge. So, wir gucken erstmal bei ihm kurz rein hier. Geht ihr zwei jetzt rein, oder was? Brock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichelecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Was noch? Willst du eine Umarmung? Los, ja. Zieh Leine. Verzeihung. Bisschen blaue Liebe, bitte. Dann wollen wir dich mal versorgen. Na, aber gucken, ob wir was machen können. Chaos klingen Verbesserungen, Clownbogen Verbesserungen. Verbesserung, Chaos klingen erfolgreich. Okay. Und Clownbogen. Etwas für den Jungen? Erhöht Pfeilschaden und schaltet neue Clownbogenfähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Hä, was haben wir jetzt wieder? Cool. Du hast dich entschieden? Nee, weiß ich noch nie. Beruhig dich mal, Klingenknauf. Achso, das waren die, die wir immer noch nie machen können. Wie war denn das jetzt mit Zauber? Warum kann ich... Akt schwer, Runengriff. Hä, was ist denn das? Ach, Runenangriff. Ach, das waren die, die wir nicht... Ja, Zauber. Lass uns mal kurz gucken. Symbol des Trotzes Abklingzeit. Die List ist Runenkraft. Und der Schatten ist das Glück. Ich bin der Meinung, wir können uns hier noch eine kaufen. Ich bin jetzt am Überlegen, was wir nehmen. Rune, Abklingzeit... Ich würde gerne noch mal was in die Abklingzeit stecken, wenn wir sie nehmen können. Ja, ja. Also, wegen dieser anderen Sache. Warten. Keine Ahnung, was du meinst. So, wo waren das jetzt? Warum heiken das jetzt hin um? Warum heiken das jetzt gekauft? Das ist doch völliger Blödsinn, was ich jetzt gemacht habe, oder? Ja, war völliger Blödsinn.
Glück, Rune, Abklingszeit 3. Rune und Abklingszeit. Warum heikt das jetzt gekauft? Weil ich völlig durcheinander war wieder. Ist egal. Gut, Klingen, da können wir was machen. Elementarkampf, Nahkampf. Drücken Sie beim Sprint. Machen wir nicht. Halten Sie beim Ausweichen. Machen wir auch nicht. Halten Sie beim Ausweichen. L nach hinten. L nach hinten. Und drücken Sie das. Na klar. Halten Sie beim Ausweichen nach vorne. Drücken Sie beim Sprinten RT, um in die Luft. Na gut, den nehmen wir vielleicht. Halten Sie, nachdem Sie Gegner mit dem Speer des Chaos durchbohrt haben, drückt, um eine Elementarenergiewelle zu Ketten entlang zu schicken. Aha, okay. Halten Sie beim Zielen RT gedrückt, um den Brandschaden aufzuladen. Aufprall verursacht, klar. Der wird cooler. Ah, hier bräuchte wir die Verbindung, okay. Erhöht das Ausmaß und den Schaden der Elementarwelle, Wellenexplosion. Mal diese die Merke. Halten Sie nachdem ein Gegner mit dem Speer. Ja, stimmt immer. Wir nehmen es mal mit. Ich glaube nicht, dass ich diese Art und Weise mache, aber okay. So, und ich glaube, bei den Burschen, da haben wir ja sowieso immer alles gemacht. War Schockleiter kann jetzt noch größeren Schaden machen. Der hat ja hier alles gekriegt. So. So. Gut. Gelle. So, Ziel. Keine Ahnung, wo das ist. Muss mal kurz gucken. Das ist der Wasserfall. Den könnten wir noch irgendwie finden. Nicht blinzeln. Immer rin damit. Beschöpfung. Den könnte man, das ist bei den Rädern. Das könnte man noch gucken. Und den habe ich immer noch nicht gefunden, obwohl der total simpel ist. Das weiß ich. Ja. So, was haben wir an Nebenquests hier rumzuliegen? Zwei Stück sind noch offen. Brock helfen, seinen verstorbenen Freund Anvari zu finden. Ich leg das einfach mal rein. Wir machen aber erstmal mit der... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Beim Zielen, ich ziel doch. Aha. Okay. Nice. Na, das könnte man ja vielleicht mal testen. So. Ach, wir haben vorhin so eine Möwe vergessen abzuschießen. Fällt mir gerade ein. Na, ist egal. Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Rota! Wow, der Name hat sie entfacht. Wen? So heißt eine der Walküren. Ach so. Äußerst seltsam. Nee, ich will ja keine Walküre. Das ist ja Alt-Io. Ach, der hat die... Ach, Herr Jemi, der ist ja auch so ein Zeichen oben drauf. Und Lila ist immer ganz böse. Hätte ich sie auslassen sollen? Oh no. Ich sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Ha.
Ach nee. Ach nee. Kannst du das lesen? Ja, Vater. Ich kann sie jetzt lesen. Da steht in Muspelheim, der Feuerwelt, Sinsuturs Spießruten. Hm, wie ein magischer Speer. Oder eine Reihe von Gefahren. Das sollten wir uns mal ansehen. Unser junger Gott kennt keine Angst. Ich kann sie nicht lesen. Ach, die kannst du noch nicht lesen. Aha. So, will ich jetzt hier rüngreifen oder will ich's lassen? Ich greif mal rin. Alter, was war denn das? Was habe ich denn jetzt nicht gesehen? Was habe ich denn jetzt abgekriegt? Das, was unten durch den Boden ging? What? Die waren doch bloß orange, die... den Darm. Also ist das die Sitze, die unten durch den Boden wandert. Ihre Ätze ist zu ätzig. Okay, okay, okay.
Ah, scheiße, jetzt habe ich die Sifte wieder abgekriegt. Ich hab's fast gehabt, die Ine. Ach, schade. Da war ich jetzt wieder zu hart konzentriert und zu gierig. Schade. Wäre aber gut gekommen. Gut, lassen wir das an der Stelle. Man muss nicht. Ja, Vater. Wir haben ja dazugelernt, wa? Zen und so. Ich kann sie jetzt lesen. Gelle? Da steht in Muspelheim, der Feuerwelt, sind Suturs Spießruten. Wie ein magischer Speer. Oder eine Reihe von Gefahren. Das sollten wir uns ansehen. Die alte Welt des Feuers. Jetzt, da wir die Weltenrune haben, können wir dort jederzeit hinreisen und uns den neuen Herausforderungen stellen. Yeah, welch Freude. Unser junger Gott kennt keine Angst. Ach, ärgert mich jetzt, dass wir die schon wieder nicht gekriegt haben. Verdammt nochmal. Muss ich jetzt hier? Ach so, stimmt. Wir müssen ja wieder hoch zum Gipfel. Aber in die Feuerwelt? Die Feuerwelt hat doch jetzt nichts mit dem... Die Feuerwelt hat doch jetzt nichts mit dem Berg zu tun, oder? Muss ich nicht in die Feuerwelt über den... Hä? Muss ich das nicht irgendwie... Ich muss doch da hinten ins Zentrum und dann den Arm auf die Feuerwelt ausrichten, oder? Gelle? Ich weiß jetzt nicht, warum ich den Fahrstuhl gerade hochhole, aber wir laufen jetzt mal hier rüber. Das interessiert mich jetzt mal kurz. Das muss doch jetzt... Oh, dieser Weg. Gut, kein Leichter und so. Den Spruch hast du schon mal gebracht, nicht? So, Feuerwelt. Über die Feuerwelt haben wir uns ja nun schon vor 2 Streams drüber unterhalten, gelle? Aber was ist jetzt die Feuerwelt? Aha, alles klar. Muspelheim, Welt verfügbar. Jetzt sind jetzt alle verfügbar, gelle? Alfheim? Hellheim? Ach nee, da waren wir ja schon. Deswegen sind die ja da. Welt nicht verfügbar? Denn ist das jetzt die...